Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter. Wir sind in Folge Nummer 8 von Simotrans mit dem Comic Pack 0.6 ist die Version da. Und ja, wir sind in einem Spiel, was wahrscheinlich auf kurz oder lang jetzt verloren gehen wird. Ich gehe fast davon aus, dass das in dieser Runde schon passiert, in dieser Aufnahme. Und ja, wir haben uns definitiv vergaloppiert. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, hier so viel Geld noch reinzuholen, dass das klappt, dass wir länger sind. Die Marge wird hier immer als sehr negativ angezeigt und ja, das war's dann wohl. Ich denke mal, wir schauen aber noch rein und sage bis gleich nach dem Intro. So, hier kommt noch eine Kutsche an, die hat keine Passagiere drin. Das war ja auch noch so ein Ding, dass die von Erfurt nach Neuss nicht schaffen, dahin zu fahren mit Passagieren. Und es stehen hier aber genug. Was war das jetzt? Leider wieder WASD genutzt. Wir sehen hier noch 45 Passagiere warten. Und es ist die Aussage gewesen, dass vielleicht hier in dem Dingens, sag schon, in das Wartehäuschen nicht genügend Leute passen und deswegen nicht alle dahin fahren. Das könnte sein, das weiß ich nicht. Aber hier ist schon wieder keiner und hier fährt keiner und da fährt keiner, weil hier einfach zu viele stehen. Und das könnte ein Problem für uns sein. Ja, aber wir werden das jetzt nicht lösen können, da wir kein Geld haben. Das wird jetzt eine Schwierigkeit sein. Ne? Aber das bringt uns natürlich auch das, dass die nicht weiterfahren. Dann können wir da nicht Geld verdienen. Das ist ein großes Problem dadurch. 14.000 Miese. Jetzt müssten ja hier auf jeden Fall immer welche wegfahren dann. Oder stehen hier jetzt auch so viele, dass da keiner hin kann. 45 Privaten, 30 Privaten. Ja, das bringt uns jetzt recht wenig, ne? Die bringen ja noch welche dazu hier. Der nimmt nur drei mit, oder wie sehe ich das? Ne, das ist jetzt noch ein anderer. Der ist das jetzt hier, oder? Bin mir da jetzt nicht sicher, welches Kutschenteam das hier ist. Na, komm schon. Jetzt kriegen aber, oder? Oder ist das schon? Oh ne, das ist der dann, oder? Ne, das müsste dieser sein. Und? Jetzt haben wir das Richtige. Er hat 6 mit. Und er hat nur 3 mit. Woran liegt's? Alle wollen nach Rudolstadt. Daran liegt's. Aber wir können jetzt definitiv da nichts dran tun, weil es finanziell nicht klappt. Hier, da sind wieder keine drin. Weil hier unten angeblich voll ist. 36 Passagiere warten da und hier oben, lass uns mal schnell noch schauen. Der mit Briefkasten, 25 Passagiere. Und Post auch noch. Mehr gehen da nicht. Wenn ich jetzt das noch daneben bauen würde, hätte ich 50 und dann müssten ja alle wieder voll sein, ne? Aber, ja, 9. Mai, was sagt die Bilanz? 14.000 Miese. Das wird nicht klappen. Hier steht's, die Firma ist pleite. So, das bedeutet auch dann, dass wir jetzt drüber nachdenken sollten, dass wir das Ganze nochmal machen. Und da müssen wir halt ein bisschen vorsichtiger agieren. Wir müssen gucken, wie haben wir denn die Möglichkeiten hier? Na, es gibt ja nur diese Bushaltestelle mit 25 Passagieren und diese hätte auch 25 Passagiere, aber hier gibt es noch Post dazu. Das macht ja schon Sinn. Ja, was machen wir da? Der hat jetzt hier 20 Miese gemacht, wenn ich das so richtig habe. Oder 20 plus gemacht, wenn ich das so sehe. Aber hier passiert wieder nichts. Ja, die wollen alle nach Rudolstadt, aber Rudolstadt ist voll. Wenn Rudolstadt voll ist, dann fährt da keiner hin. Das ist unser Problem.
Wir haben den 11. Mai. Ich lasse einfach jetzt mal schneller laufen, weil das wird sowieso nichts mehr werden. Jetzt wurden hier ein paar Passagiere abgeholt, ne? Aber die bringen auch wieder welche. Das ist das Nächste. 110 Passagiere warten jetzt noch hier. Waldkirch-Rathaus, ist das hier oben? Ne, da geht's nach Bielefeld, naja. Das bringt's dann auch nicht. So, 17. Bilanz. 10.000 Miese, okay, ist ein bisschen besser geworden, aber das werden wir trotzdem nicht schaffen, diese Pleite zu beseitigen. So, wie wir jetzt sehen, 10.000 immer noch. Unten ist der 28., 29. Machen wir langsamer, 31 gibt's. Wir haben den letzten Tag am Laufen. 9 Uhr. Wir sind unter die 10.000 Grenze gekommen, aber es wird trotzdem hier mit dem Pleite gleich ein anderes Bild erscheinen. So, den 31. werden wir auch noch haben wahrscheinlich. Das ist erst der 30. Mai. Das heißt, einen Tag haben wir noch fürs Pleite gehen. Jetzt ist 0 Uhr durch. Die letzten 24 Stunden laufen. Hier wird nichts mehr passieren. Es wird auch irgendwo kein Ozeanriese landen und hier, guck mal, 29 Passagiere. Und er hier ist hoffentlich mit Leuten weggefahren. Ne? Nein, der hat auch keine. Der hat keine mitgenommen. Jetzt sag nicht da drüben. Hier fährt er ja hin, ne? Warstein. Ja, da stehen auch schon so viele dann. Das heißt, es kann nichts werden. So, du bist bankrott. Da haben wir das Ergebnis. Ja, ziemlich schlecht. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter, ne? Na, da kann man noch nicht mal was machen. Jetzt können wir hier ein neues Spiel machen. Zufallskarte. Einstellungen. Irgendwas mit overcrowded muss man hier. Show month, starting use. Tree info, ground info, token only single. Da ist das nicht bei. Window button right, window frame, das ist auch alles nichts. Default window, das ist auch alles nichts. Wirtschaft und Städte, hier könnte es sein. Remove dummy player months, unprotect abandoned player months. Starting money, pay for total distance, bonus space factor, beginner price factor, used vehicle reduction. Das sind die Verlängerungs. Just in time, maximum transit percentage. Cross connect factories. Da ist es jetzt aber auch nicht. Verbindung. Ah, das hört sich danach an, als ob es hier ist. Avoid overcrowding. Hier, das ist, glaube ich, unser Ding. No routing overcrowded. Aber der Haken ist da nicht drin. Und ich glaube, ich habe den nie gesetzt, wenn. Das würde bedeuten. Ja, weiß ich auch nicht. No routing over overcrowded. Das würde bedeuten, der fährt da keiner lang dann, weil es besetzt. Oder muss es rein, damit keine generiert werden, die darüber fahren? Das ist jetzt hier die Frage. Weiß ich auch nicht. Ja. Maximale Transfers sind 9, das ist also nicht. So, hier Kosten ist klar, Einstellungen, Landschaft, da brauchen wir auch nichts machen. Okay, das ist, ja, sagt mir doch mal, no routing over overcrowded. Eigentlich meines Erachtens ist das so alles hier richtig. Avoid overcrowding. Separate, oder muss das auch separate, halt capacities. Tja, gute Frage. Jetzt hier auf Default klicke, wird das sich nicht ändern, denke ich. Aber was soll's. Wir werden eine neue Platte machen und im Endeffekt ist es eigentlich auch sowas von egal,
ob da also wenn es überladen ist, ist es überladen. Und bis da keiner hinfährt, ist eigentlich auch schon so ein bisschen, ne, könnte schon richtig sein. Weil wenn ich jetzt sehe, dass ich oder höre, dass jetzt in dem nächsten Bahnhof, wo ich hinfahren muss, Tausende von Leuten stehen, dann will ich da nicht auch noch reinfahren, weil ich habe da keinen Bock zu, da auszusteigen und geschubst, gedrängelt und sowas werden, vielleicht noch Angst haben muss, dass ich auf die Gleise fliege, zum Beispiel in einem Bahnhof, da würde ich dann auch nicht hinfahren wollen. Das ist richtig. Da würde ich dann tatsächlich aber entscheiden, dass ich nicht. Ja, da würde ich ein Taxi nehmen oder sowas vielleicht, ne? Andere Möglichkeit suchen, da hinzukommen, ne? Das ist das. Okay, aber das haben wir, müssen wir im Hinterkopf haben, wenn wir das nochmal starten. Ich warte mal auf Kommentare, die ihr schreibt, wie wir das vielleicht angehen, ob wir da was anderes machen. So kartentechnisch finde ich diese Karte eigentlich schon gar nicht mal so schlecht. Ich hoffe, das ist diese Karte. Ja, das ist unsere Karte. Da bin ich, also die würde ich gerne wieder nehmen, weil ich habe da viel Wasser, habe Landmassen, wo Verbindungen sind und ich muss dann auch mit Schiff fahren und sowas. Das finde ich ganz cool. Ja, man müsste halt nur gucken, dass man dann halt das mit dem Dingens anfangs erstmal so macht, dass man vielleicht schaut, dass man nicht so viel verbindet und ja, dann langsames Wachstum hat, würde ich sagen, damit es dann besser wird, ne? Aber wie gesagt, wenn der Bahnhof voll ist, dann ist er voll. Oder die Bushaltestelle voll ist, dann ist er voll. Da müssen wir gucken. Entweder wir nehmen da einen Haken raus oder nehmen da einen rein, je nachdem, was es da jetzt das Entscheidende war. Oder wir lassen es so, wie es ist und gucken zu, dass wir damit zurechtkommen. Das ist das Wichtige. Nur wenn wir sowas haben, dann müssten wir langsam anfangen, mit einer Stadt sozusagen, die erstmal ordentlich ans Laufen zu kriegen. Dass nicht einfach ganz viele Linien machen, ist vielleicht nicht unser Ziel dann, sondern es ist mehr das Ziel, zu schauen, dass wir hinkriegen, hier diese Stadt muss jetzt ordentlich versorgt sein, da müssen auch die Leute, die da stehen, alle weggebracht werden. Das wäre natürlich dann ganz praktisch, das hinzukriegen, weil dann läuft es nämlich. Okay, dann würde ich aber sagen, ist die Folge zwar etwas kürzer, aber ist halt so. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Staffel. Bis dann. Ciao.